Ja. Guten Abend, meine lieben Zuschauer. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Abend von Shining Light vor laufender Kamera. Mario Maker. Ja. Mir wurden ein paar Zuschauerlevel jetzt eingesendet. Ich habe nur so grob was davon gesehen. Ich habe Sunny gefragt, ob der heute vielleicht mal mitmachen will, weil ich gerade noch gesehen hatte, dass der bei der Switch online ist, aber der reagiert nie auf meine Nachrichten. Man kennt es ja nicht anders. Ich würde mal sagen, ich tue mir jetzt erstmal die Level an, die mir geschickt wurden, und danach kommen random Levels, wo ihr mitmachen dürft. Halt nur nach Möglichkeit. Ist es mir so halt dann lieber. Aber auch nur die lustigsten Level. Und natürlich Level, die mir zugeschickt wurden. Ich sehe schon, was du vorhast. Ich hoffe natürlich, dass die Game Capture Card nicht wieder abschmiert. Bevor irgendwer was dazu sagen will, ich weiß, dass ich eine neue brauche, aber momentan kann ich mir keine leisten. Na komm, gib mir den Schneeball. Ah ja! Ich hätte gerne noch einen zum Mitnehmen. Darf ich? Ach, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Verdammt. Okay. Das wirkt einfach. Hilfe. Ich habe einen Fomp aus Versehen unten eingesperrt. Komm. Oh, ich habe einen Fomp sogar getötet. Es gibt Secrets? Ich habe Secret gefunden. Für das andere bin ich so doof. Ich habe das andere Secret aber gesehen. Okay, genau zielen. Das ist eigentlich einfach, aber... Ah, ich hab's geschafft. Oh, Poki. Hallo. Den nehmen und verkacken. Du bist tot. Nein. Ich lebe noch. Ja, ich sehe jetzt nur verzögert. Du brauchst keinen Schneeball da mitnehmen. Doch, dann sind sie nämlich tot. Du kannst den Schneeball noch mitnehmen und den da hochwerfen. Oh gut, ja, ich sehe das eh verzögert. Ja, das ist generell so bei Twitch. Ja. Perfekt. Du musst den Kopf treffen. Ich weiß es. Ist eh nur eine 30er Coin und ein One-Up. Scheiße, geht's. Gewonnen! Es gab keine andere Möglichkeit. Soll ich eigentlich in die Röhre? Ja, du sollst eigentlich in die Röhre. Kannst ja eigentlich auch das. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, Secrets, was Secret geil ist, kann das machen. So, ich habe einen Yoshi zum Mitnehmen. So, ich hoffe, ich habe jetzt alle mondroten Münzen. Aber es sieht wieder nicht danach aus. Ich glaube, mit dem Ei funktioniert das nicht. Aber hier steht jetzt ein Yoshi, das gleich stirbt. Ich habe alle Münzen. Das ist ja geil. Meiner. Achso, das ist nur so ein Face, was er hat. Okay. Ja. Weg mit euch. Oh, ich gebe dir mal ein Herz. Alter Verwalter. Es ist kurz und knackig. Ich hab mal was punktgenaues hinbekommen. Ja, das ist nicht unbedingt punktgenau, was du machen musst. Du kannst ihn noch abrollen lassen. Jo.
Alter Verwalter. Sehr schönes Level. Ich schaffe es, ich krieg den da hoch. Das da unten, das würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das kann richtig kacke sein. Du kannst ganz leicht durch die Tür kommen. Also in die Röhre kommen. Und wenn du da durchgehst, kommst du nicht mehr zurück. Und dann besitzt du auch quasi fest zum Ende. Also ich würde das Level lieber ganz normal spielen. Geh einfach ganz normal auf den Greifer und beende das Level. Ich habe den Greifer schon, glaube ich, verkackt. Nee, du kannst dann Schneeball. Du kannst dann Schneeball reintun. Du kannst ihn ja mehrmals holen. Du kannst es natürlich auch cheaten. Wie ich es gerade versuche. Kannst du ruhig machen. Du kannst. Oh mein Gott, dein Ernst. Victory! Jetzt so, jetzt siehst du da, dass du stirbst und dann sind direkt die roten Blöcke da. Oh, wie hast du das jetzt wieder geschafft? So, spring mal mit dem Yoshi in dem Greifhaken, vielleicht schaffst du es auch von da. Ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht geht das ja. Oh, das Level geht ja. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte meinen Yoshi halt eigentlich nur nicht opfern. Ohne mein treues Yoshi kann ich da noch nicht reingehen. Die in der Schlüssel ist eine Falle, oder? Hä? Der Schlüssel war, wie gesagt, eine Falle, oder? Nein, das ist keine Falle. Das ist nur für die 50er Münze. Wie gesagt, wenn du direkt durch die Röhre gehen würdest, würdest du nicht mehr zurückkommen. Ach, ich guck, ja, ich kopiere mir mal sicherheitshalber die Level-ID gerade in meinen Chat. Ich habe den ja in OBS durchgehend. Oh ja, Münzen. Ja, lecker. Ich kann da nie widerstehen. Ah, so ein Level ist das. Okay. Da habe ich, glaube ich, keine Fehler drin. Ich weiß. Ach nee, Hui! Neues Haustier! Weit genug weggehen? Ja. Hast du den SMB2 Mario schon mal gespielt? Ja. Okay. Da ist ein Secret, wo du gerade bist, ne? Ach, ich nehme den einfach mit. Ja, da oben wahrscheinlich. Ich müsste den treffen, dann würde da oben wahrscheinlich entweder eine Münze oder ein Pilz auf mich warten. Der Ranke. Du musst den quasi ganz oben auf der Stufe absetzen. Wenn du den ganz oben auf der Stufe absetzt, dann schmeißt er einen Stein nach dir. Ja, komm. Ist auch mal toll. Ich fand das Level ganz okay. Du sollst in die andere Richtung werfen. Ich glaube, da ist eine 10er Münze. Jetzt lass dich nicht von ihm treffen. Ich gehe das Secret holen. Nein! Ja! Da ist sogar eine 30er, stimmt. Ja, aber danach kam auch noch eine Kugel. Ich könnte da hochspringen und den einfach gegenwerfen. Ja gut, da ist aber riskant, dass du ihn verlierst. Würde ich nicht machen. Guck mal, ich kann safe spielen. Ich brauch den Dude gar nicht. Ja, das kannst du so machen. Aber da, ja, schön, dass du auch ein paar andere Wege findest. Ich sehe das Secret, aber ich will das nicht riskieren jetzt. Nee, da musst du eben mit dem Supersprung hoch. Du müsstest einen Kugelwilli nehmen.
Du kannst die Kugel wirklich auch in die Hand nehmen. Und da ist auch ein Secret bei den Wolken. Rein theoretisch, wenn du ihn holen willst. Das ist ein One-Up. Kugel will ich in die Hand nehmen. Nicht, wenn ich eine Schlucht unter mir habe. Und ganz rechts ist die Stelle, wo ich einen Screenshot von gemacht habe. Tschüss. Oh, lol. Ja. Brauchst du aber nicht holen. Das ist keine Pflicht. Jetzt wird's aber bedeutend leichter. Wie hieß das nochmal? Superblume? Ja. Ah, die guten alten Mario-Sounds. Und bei dem Off-Schalter direkt habe ich den Fehler behoben, wenn man jetzt das direkt durchkommt. Deswegen habe ich den Off-Schalter da eingebaut. Was soll denn der Foot-Sound? Was Neues. Ach ja, ich habe ja den Sprung nicht mehr. Du musst ganz, wie gesagt, die Münzen geben extra die Schusslinie vor. Du musst dich ganz welche an die Wand Münzen? Stellen. Du musst ganz an die Wand quasi den abprallen lassen. Du musst dich ganz an die Wand stellen und dann schaffst du das. Okay, das war schon mal einer. Oh, das war ein guter Schuss, aber. So, weg mit denen. Da oben ist auch ein das habe ich schon gesehen. Das ist offensichtlich. Da ist auch so ein kleiner. Du musst quasi springen, damit du den Powerblock siehst. Das ist auch eine Sache, die kacke ist. Das ist die einzige Sache, die mich stört. Da musst du im rechtzeitigen Moment da springen. Da, wo die Blöcke waren. Aber hallo. Jetzt kommt ein Bosskampf. Nein. Damage Boost mitgenommen. Jetzt kann das Vieh mich mal. Hallo, Boom Boom. Tschüss, Boom Boom. Du hast es geschafft! Das war der, wo ich gesagt habe, im Screenshot. Da ist ja... Ich wollte noch einen Schlüssel suchen. Den findest du nicht mehr. Ja, meine Flagge. So, wenn du willst, kannst du jetzt mitmachen. Jetzt habe ich ja deine Level gespielt. Ich will dich ja halt nicht zwingen, deine eigene Level zu spielen. Wo sind deine Beine? Die hat man mir abgehakt. Und dann mit einem Kugelwilli Unterkörper ersetzt. Ey, bitte lass mich los, ey, das hasse ich, ne? Ich mach doch nix. Das ist ein, ja, One-Up. Immer denken alle, ich will sie nur in die Klippen werfen. Ach warte, du willst das ja machen. Ich folge dir nur. Hier oben ist noch eine Münze gewesen. Ich bin nur dein. Dein Hinhält, dein Hinhalter. Ich kann auch den mitnehmen, wenn du möchtest. Ich glaube, du musst das einfach mal nicht vorraten. Oh. Scheiße, jetzt habe ich den gedrückt. Jetzt müssen wir nochmal zurück und den holen. Nee, der respawnt. Weiter respawnen. Nein, wieso? Ich habe einen Tod in dem Level. Jetzt kommen da ein paar dazu. Ich nehme den mit und du kommst jetzt. Gehst jetzt ra. So. Dein Kopf ist gemütlich. Er hat das Licht ausgemacht. Du hast hier eine Münze ver... Du holst das schon! Nein! Ja, ich hol dich schnell. Ich hol dich schnell.
Und ich hol doch schnell den P-Switch, den brauchst du nämlich. Gib ich dir mir als Tipp, den brauchst du. Ich hasse Mario Maker Online, wie gesagt. Wenn ich zusammenspiele, weil. Ich weiß gar nicht wieso. Weil es so hinterher leckt. Das hasse ich irgendwie. Ich habe richtige Frame-Einbrüche. So, ich habe ihn. Ich bringe ihm den P-Switch mit. Bist du? Ach, du bist schon weiter oben. Ja, warte, ich komm. Das war ein gutes Feature. Ja, deswegen, das hat mir auch grundsätzlich gefallen. So, jetzt gehen wir hier hoch. Und du hast jetzt den P-Switch mitgenommen? Nehmen die Münze mit. Für den Schalter, damit wir durch die Tür können. Na gut, wenn man zusammenspielt. Oh gut, das war eigentlich gar nicht so schwer. Ich gehe hoch. So. Sie sind zu bouncy. Irgendwann schaffe ich's. Die Hoffnung ist da. Oh, Münze. Dann wenn du Münze. Du kriegst einfach den. Hey, hör auf mich! Hör auf, du Affe! Ich mach doch gar nichts! Ja, ja. Geh du durch die Tür. Wo bin ich? Oh! Man braucht ein bisschen. Du hinterhältiger Lunke. War das die Rache dafür, dass ich dich gerade angefasst habe? Nee, noch vom letzten Stream. Da hast du so dreist gewonnen. Was heißt hier dreist gewonnen? Beziehungsweise... Du hast einmal den Sieg geklaut, das weiß ich noch. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.